Für was sollten uns die Nicht-Muslime beneiden? Sicherlich gibt es die eine oder andere Sache, die man erwähnen könnte. Und der eine oder andere Nicht-Muslim, wenn er hört, die Nicht-Muslime, also jetzt als Beispiel der Westen, soll die Muslime für etwas beneiden. Für was denn? Für die Kriege? Für die kaputten Länder? Für die Unterdrückung? Für die Diktatoren? Für den nicht vorhandenen Fortschritt? Für was sollen wir die beneiden? Und es ist ganz klar, in meiner Lebenserfahrung, ich war schon in vielen Ländern gewesen, ich habe längere Zeit in Saudi-Arabien gelebt, längere Zeit in Ägypten gelebt, eine Zeit lang auch in Marokko, war ich auch in Marokko gewesen, natürlich auch viele Länder bereist. Aber und überall gibt es Vor- und Nachteile. Und es gibt in Deutschland auch sehr, sehr viele Vorteile, sehr, sehr viele positive Sachen, die man beispielsweise in muslimischen Ländern teilweise nicht findet. Und ich habe darüber auch schon mal teilweise gesprochen. Aber eine Sache von mehreren Sachen, wofür uns wirklich Nicht-Muslime beneiden sollten, ist das Wort Alhamdulillah. Das Wort Alhamdulillah. Alhamdulillah bedeutet Al-Hamd, das heißt der Lob. Oft wird es übersetzt als Gott sei Dank, weil es im Deutschen diese Redewendung in der Form nicht gibt. Das heißt, das, was dem am nächsten kommt im Deutschen, wäre Gott sei Dank, Alhamdulillah. Weil es gibt im Deutschen nicht, dass man sagt, aller Lob gebührt Allah. Das ist etwas, was man nicht im alltäglichen Sprachgebrauch benutzt, diese Redewendung. Sondern Gott sei Dank. So wird es oft in Büchern übersetzt. Aber eigentlich bedeutet es viel mehr. Alhamd heißt aller Lob. Aber was für ein Lob? Hier ist ein ganz besonderer Lob mit gemeint. Es gibt im Arabischen Madh und es gibt Hamd. Madh ist ganz normaler Lob. Ich sage zum Beispiel, Lionel Messi ist ein ausgezeichneter Fußballspieler. Ich habe ihn gelobt. Das heißt aber nicht, dass ich ihn liebe. Alhamd heißt aller Lob mit Liebe und Verehrung und dann Lillah gebührt Allah. Dieses L hier ist für Istihqaq, das heißt, das gehört ihm, das verdient er. Allah verdient allen Lob mit Liebe und Verehrung, der gebührt Allah. So. Und wann benutzen wir Muslime diese Redewendung im alltäglichen Sprachgebrauch? Bei fast allem. Egal, ob etwas Positives und etwas Negatives passiert. Das heißt, zum Beispiel man fragt ihn, wie geht's? Ja, ich bin momentan im Krankenhaus. Ich bin sehr krank. Alhamdulillah ala kulli hal. Gott sei Dank für alles. Gelobt sei Allah mit Liebe und Verehrung für alles. Ja, gestern ist meine Mutter gestorben. Alhamdulillah ala kulli hal. Gelobt sei Allah mit Liebe und Verehrung für alles. Ich habe gestern das und das gewonnen. Alhamdulillah. Gelobt sei Allah. Das ist normal, dass man sagt, Gott sei Dank, beziehungsweise aller Lob gebührt Allah mit Liebe und Verehrung, weil man etwas Positives erlangt hat. Man hat ein gutes Zeugnis bekommen, einen neuen Job bekommen, viel Geld verdient, ein neues Haus bekommen, eine Frau geheiratet, beziehungsweise einen Mann geheiratet, ein Kind bekommen. Das ist normal. Aber der Muslim benutzt das auch in allen Sachen, die eigentlich auf den ersten Blick negativ erscheinen. Und wozu führt das? Das führt zu einem absolut glücklichen Leben. Natürlich, ich rede hier nicht über Muslime, die mit dem Islam nichts zu tun haben oder den Islam nicht verstanden haben oder gerne nach Deutschland kommen, um bei der Silvesternacht besoffen durch Köln, durch die Innenstadt zu rennen und irgendwelche Frauen anzutatschen. Ich rede von bewussten Muslimen, die die Religion praktizieren. Wenn ich über das Christentum rede, rede ich auch nicht über irgendeinen Massenmörder, der in den USA im Gefängnis sitzt, sich aber dem Christentum zuschreibt. Ja? So. Das heißt, dieses Wort macht dich zu einem absoluten Optimisten. Und die Glückseligkeit im Herzen hat meistens etwas mit dem Bewusstsein zu tun. Wie fasse ich eine Sache auf? Und das ist auch was heutzutage Motivationskünstler im Westen sagen, die mit Menschen reden, darüber reden, wie sie Lebenskrisen beispielsweise überwinden.
Sie sagen, man muss einfach versuchen, diese Sache aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Eine Krise muss man als eine Chance sehen. Du hast deine Frau verloren, sie ist als eine Chance. Und so ist der Muslim. Er hat zum Beispiel seine Frau verloren, dann sagt er, eine Weisheit wird darin stecken, ich soll darin was lernen und inshallah werde ich eine Frau bekommen, die besser für mich ist. Weil Allah wird, wenn ich auf seinem Weg bin, wird er immer, auch wenn mir etwas schlecht erscheint, wird etwas Gutes hineinlegen. Es kann sein, dass ihr etwas verabscheut, aber es ist gut für euch. Und es kann sein, dass ihr etwas liebt und es ist schlecht für euch. Und so ist es mit allem, was passiert. Jemand ist krank geworden, dann sagt er Alhamdulillah. Warum? Weil er sagt, Allah hat vielleicht in diese Krankheit etwas reingelegt, dass ich aufpasse auf meine Gesundheit und dadurch, dass dadurch meine Sünden vergeben werden. Und so gehen heute moderne Motivationskünstler im Westen um, dass sie sagen beispielsweise, die schlechte Erfahrung gibt einem immer die beste Lehre mit. Ist die beste Erfahrung, um eine Lehre daraus zu ziehen. Und so versuchen sie einen umzupolen, weil vieles hat damit zu tun, wie man eine Sache sieht. Und es gibt sehr viele Jammerlappen. Gerade, und das soll man mir verzeihen, in Deutschland. Und insbesondere die Generation des Zweiten Weltkrieges. Weil man zumindest im Rheinland, ist mir das sehr, sehr stark aufgefallen. Es wird immer gesagt, rheinische Frohnatur und so weiter. Ich habe selber bei Essen auf Rädern gearbeitet und man merkt dann immer, wie jeden Tag gesagt wird, ach ja, was bringen Sie heute für ein schlechtes Wetter mit? Heute ist es zu heiß, heute ist es zu kalt, heute regnet es zu sehr. Es wird andauernd über das Wetter geredet und andauernd wird alles schwarz gemalt und man vergisst die Sachen, die positiv sind. Der Muslim lernt, das Positive, was ihm passiert, wertzuschätzen und das Negative, was ihm passiert, auch wertzuschätzen, indem er es als Erfahrung sieht und als Probe sieht und als ein Mittel sieht, um die ewige Glückseligkeit im Paradies zu erlangen. Und deswegen sagt er bei allem, was ihm passiert, und das wird sein Lebensmotto, Alhamdulillah, Gott sei Dank, aller Lob gebührt Allah mit Liebe und Verehrung in jeder Situation, im Leben und im Tod, in Krankheit und der Gesundheit, bei der Geburt und beim Tod, bei all diesen Dingen, aller Lob gebührt Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.